Hallöchen zusammen, herzlich willkommen hier wieder zurück bei The Long Dark. In der Wintermute. Wir sind jetzt hier bei der Mutti im Milton-Haus. Ich habe jetzt noch mal ganz kurz die 5 Minuten genommen, weil draußen war auch schon Sturm. Und habe hier noch mal ein paar Sachen umgelegt, sodass wir auch an die Kaninchenkadaver kommen, weil ich konnte da gar nicht vorher ran. Wasser habe ich zurückgelegt, 6 Liter. Hier hinten sind die ganzen Arbeitsmaterialien, also Metallschrott, Krähenfeder, Lampenöl, was man so alles findet. Hier gibt es die Medizinecke, das ist die Fressecke. Medizinecke, Fellecke, Schuhecke. Geil. Und wir müssen immer noch ganz viel Holz und so scheffeln. Ich habe jetzt, glaube ich, 20 Kilo, genau, trage ich mit rum. Das ist noch gegart. Wir haben noch 2 Häschen. Aber wir wissen, wie viel er isst. Von daher müssen wir, klar, man muss halt immer so ein bisschen aufs Essen achten. Ich glaube, er ist auch gerade hungrig. Wir werden jetzt Holz hacken. An der Stelle, wo die Tante uns gesagt hat, sollen wir, dass wir hin... Also hier ist unsere Kirche, ne? Wir müssen jetzt ein Stück wieder, also jetzt hier rechts lang. Ich werde jetzt nochmal was essen. Und dann gucken wir, dass wir hoffentlich ein bisschen Holz ran schaffen. Ich glaube nicht, dass wir das an einem Tag schaffen. Vielleicht können wir noch ein Häschen mitnehmen oder so. Und dann wäre das optimal. Also das wäre mein Tagesziel quasi. Wir holen uns Häschen. Und Holz. So, ich muss mal ein bisschen lauter machen. Ach, schön. Komm, ich nehme mal noch ein paar Steinchen mit. Ich habe gesehen, wir haben nur 9 Stück. Tschack, tschack. Und irgendwie haben hier gestern Abend, haben hier die Wölfe geheult. Ich hoffe... Was? Ich wollte gerade sagen, wie, du kommst da nicht drüber. Also ich hoffe, sie sind hier nicht da. Huch. Ich lauf mal. Den Wolf, also der Wolf, der da immer rumgeschlichen ist, den haben wir ja getötet. Der oben bei der Kirche, ich weiß nicht, ob der immer noch futtert. Der kann anscheinend tagelang da futtern. Dann soll er das mal tun, hä? So, Holz. Hier, diese Zweige, die müssen wir mitnehmen. Da gibt es noch Lackporlingen. Waldgebiet. Okay, ein paar Stöckchen gehen immer. Die nehmen wir mit. So, ich hoffe, es dauert nicht so lange. Wir kriegen 3-mal Zedernholz, wenn wir das Ball nehmen, und das dauert eine Dreiviertelstunde. Aber immerhin spielt das Wetter ein bisschen mit. Sehr gut, sauber. Oh, hier auch. Holz. Komm. Da ist noch mehr Holz. Ho, 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 ho. Also wir können bis zu 10 Kilo Holz tragen. Oh nö, bitte nicht. Ich hab genug von Wölfen. Ich weiß gar nicht, wie oft wir jetzt schon angegriffen wurden. 3-mal? Hilfe! Es reicht. Oh, warte. Habe ich vergessen. Tannenast. Tannen, ja klar, dann mit Tanne. Es kostet einfach so viel Zeit. Hier, was mit dir? Zedernast. Hau rein. Beim Zedernast kriegt man immer noch ein kleines Zündhölzchen mit. Also ein bisschen Zünder mit. Interessant. So viel tragen wir. Es sind fast 10 Kilo Holz, die wir mit haben. Da hinten ist noch mehr. Pass auf, das nehme ich noch mit. Es wird nämlich gleich Nacht. Und wir haben Hunger. So, letztes Reh. Ich hoffe, wir können diese Aufgabe einfach schnellstmöglich abschließen, weil es ist ja denn doch echt heftig. Das ist schon ein bisschen krass. 30 Kilo Holz, ey. Also ich habe das Gefühl, im Tagebuch steht ja irgendwas mit 24 Kilo. Wir können es auch gleich nochmal anschauen. Vielleicht sind es auch nur 24? Uah. Und Will schmatzt mir erstmal ins Ohr. Dankeschön. Oh, ich sehe jetzt erst, da oben ist irgendein Turm.
Scheint aber nur eine Antenne zu sein. Das da, hier in der Mitte. Das scheint nur so ein Funkturm zu sein. Ich dachte schon, da finden wir vielleicht irgendwas Schönes. Wir müssen natürlich auch noch Milton hier ein bisschen weiter durchforsten und das Ganze aufdecken. Die Straße runter ist auch noch ein Wolf. Das ist halt auch so problematisch. Huch, ich bin vorbeigelaufen. Upsa. Ich komme, ich bin da. Wenigstens ist es bei ihr warm und wir können in ihrem Bettchen schlafen. Oh ja, das erste Mal, ich habe es gerade erst angeworfen, den seht ihr, das erste Mal dauert immer so ein bisschen. So, bisschen Zünder. Stöckchen kannst du auch noch ein paar haben. Ja, das ganze Holz umlagern, hier auch noch umlagern. Reicht das schon? 24, ich hab's. Warte mal. Das gibt sie nicht mehr zurück? Hab ich das jetzt immer noch? Ich hätte es immer noch. Ich hab's immer noch. Hä? Darf ich das jetzt wieder rausnehmen? Das wäre ja irre witzig. Das darf ich nicht rausnehmen. Bücher auch nicht. Aber das ganze Zedernholz darf ich behalten. Ich cheate. So, the outsider returns. You're already doing better than the others. You found the fuel. But did you find any answers? All I've found are wolves, bad weather, and an empty town. Yeah. It's just as I told you. They're all gone. Okay. What really happened here? Seems like people were here recently. Where did they go? Why didn't they call for help or just drive out? The power went out. Who knows the reason? People started to get cold, hungry. They panicked, started to talk crazy. Others walked here from the highway. Some belonged here. Others were outsiders, like you. Did anyone see a woman? Brown hair, would have had a tan jacket, scarf with birds on it. Possibly injured. There was an outsider woman. I heard her pass through. She wasn't alone. There were angry voices and... But the storm was too loud. Voices? I lost the voices and I couldn't get them back. Never mind. You did well. With fuel. Now do the same with food. Or I won't last the winter. Will die mich jetzt verarschen? Die will mich verarschen. Die will mich verarschen. Ich hab dir 30 Kilo Holz gebracht. Weißt du, was das für... Das ist echt... Wow. Wenn wir nicht so viel Essen gehabt hätten. Überlegt euch mal... Viele kommen hier an diesen Punkt an und sind schon tierisch im Arsch. Es ist halt wirklich so. Wir haben unglaublich viel Glück gehabt, dass es uns jetzt Tatsache so gut geht. Also, dass wir diese Aufgabe überhaupt bewältigen konnten. Und sie will jetzt noch Essen haben. Ich geh kapeiser. Hallo? Und jetzt machst du dasselbe mit Essen. Ich such dir einen Scheißer alleine, Mensch. Boah, ist die ist so unangenehm. Wirklich unangenehm. Sehr unbequem, sehr unangenehm, sehr unsympathisch. Hallo, wie sieht's denn mal aus? Hau doch ab hier. Aber es kommt doch sicher jemand, um nach dem Rechten zu sehen. Irgendjemand schickt sicher Hilfe. Ein Suchtrupp? Das Militär? Die Regierung? Nach Mädchen? Nein. Du glaubst nicht, dass Hilfe unterwegs ist? Vor 10 Jahren. Nee, wir hätten schon vor 10 Jahren Hilfe gebraucht. Während des Zusammenbruchs. Aber ihr Festländer habt die Hände in den Schoß gelegt, während die anderen unsere Insel ausbeuteten.
Sie nahmen sich, was sie wollten. Damals hatten wir Hilfe gebraucht, aber sie kam nie. Warum sollte das jetzt anders sein? Das ist aber schon ein bisschen her, ne? Du weißt das, 10 Jahre. Wie hat die überlebt? Die Zeiten haben sich geändert. Ha, nicht bei uns. Nicht auf der großen Bärinsel. Nicht für die graue Mutter. Was sagst du eigentlich immer zu den Outsidern? Du nennst mich immer wieder Outsider. Warum? Du bist ein Fremder. Ein Festländer. Du bist einer von ihnen. Du gehörst nicht hierher. Das stimmt, aber du klingst dabei so wütend. Ja, wow. Sag mir das doch vorher, dass ich dabei richtig wütend werden muss. Arsch. Vor Jahren während des Zusammenbruchs, Kampenbass in der Stimme, haben wir alles verloren. Die jungen Leute verstanden nicht, wie abhängig wir geworden waren. Einige haben sich vielleicht mit unserer Abhängigkeit vom Festland abgefunden. Ich aber habe keine Lust auf eure Reste. So gut kenne ich mich mit der Geschichte nun auch nicht aus. Ja, das überrascht mich nicht. Ihr Festländer interessiert euch doch nur für euch selbst. Sind noch andere in der Stadt? Nachdem die Lichter ausgegangen waren, kam ein Schneesturm auf. So wie jetzt gerade eben auch. Ich höre es schon wieder draußen. Die Leute hatten Angst. Sie fürchteten, hier festzusitzen, beziehungsweise noch mehr festzusitzen. Sie verfielen in Panik. Einige gingen weg, um zu sehen, ob sie von außerhalb mehr in Erfahrung bringen konnten. Und was fanden sie heraus? Sie sind nicht zurückgekehrt. Ah, das klingt so romantisch bei ihr. Speisekammer? Alter, ich frage ja nur ungern, aber essen? Die Stadt ist menschenleer. Man hat mich ohne eine Krume zurückgelassen. Ich brauche Nahrung, um das zu überleben. Hallo, du vergisst, ich brauche auch Nahrung? Überleben. Und was dann? Das lass mal meine Sorge sein. Zerbrich dir lieber den Kopf darüber, wie du mich am Leben hältst. Hä, wieso muss ich das denn machen? Das macht gar keinen Sinn. Aber was ist, wenn die Leute zurückkommen? Nehme ich ihnen damit nicht weg, was sie zum Leben brauchen? Du meinst, ob du sie bestiehlst? Vielleicht. Aber das ist nur gerecht. Sie haben mich all die Jahre bestohlen, jetzt sind sie dran. Boah, ist die verbittert, ne? Eine verbitterte alte Hexe. Irgendwo hier in Milton, in irgendeinem Town, auf so einem Berg, mit ihrem kleinen Kaminchen sitzt sie hier und hat ein Schussgewehr in der Hand. Warum? Das ist alles so... Wow. Was haben sie dir denn gestohlen? Frag doch nicht erst nach, Mensch. Vergiss es. Such mir was zu essen. Plündere die Tankstelle am Stadtrand. Da gibt es immer was zu beißen. Tankstelle am Stadtrand? Also es ist bestimmt da, wo der Wolf ist. Der Besitzer hat einen Speziallieferanten vom Festland. Als Festländer sollte Stehlen ja kein Problem für dich sein. Und auch noch Vorurteile. Das glaube ich ja nicht. Falls dich Gewissensbisse plagen, kannst du mir auch bringen, was die Natur zu bieten hat. Das ist vielleicht mühseliger, aber dafür kannst du nachts besser schlafen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Nimm dir das Brecheisen aus dem Schuppen. Habe ich schon. Falls du das noch nicht getan hast. Es hilft dir vielleicht dabei, an die etwas widerspenstigeren Orte zu gelangen. Wütende Stimmen? Anscheinend ist Astrid vorbeigekommen und war nicht alleine, ne? Kannst du mir mehr über diese wütenden Stimmen erzählen, die du gehört hast? Es war windig. Der Schneesturm braute sich bereits zusammen, aber ich hörte Rufe. Einen Schrei. Später gab es Gerüchte, dass jemand in dieser Nacht in der Stadt aufgetaucht wäre. Mehr als eine Person. Eine Frau und einige Männer. Einer der Männer wurde gefunden. Gefunden? Man fand ihn am nächsten Morgen tot auf. Und die Frau, deren Stimme du gehört hast? Ich bin mir nicht sicher. Die Stimmen waren schwach. Weak. Der Schneesturm zog sich zusammen. Schon bald waren da nur noch Wind und Dunkelheit. Der Schrei, stammte er möglicherweise von der Frau? Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich nicht. Es ist alles verschwommen.
Ja, hä? Also beim Schrei ist schon klar, ob das eine weibliche Stimme ist, die schreit, oder eine männliche. Das muss man doch irgendwie wissen. Oh Mann, senil ist er auch noch. Vorräte? Woher bekommt eine Stadt wie Milton überhaupt ihre Vorräte? Vom Festland natürlich. Woher denn sonst? Ich glaube, das hatten wir, ne? Keine Ahnung. Lokale Waren von Bauern oder Erzeugern oder sowas auf der Insel? Das ist lange her. Wir wurden vom Festland abhängig, genau wie ihr es wolltet. Und dann, als hier alles zusammenbrach, habt ihr uns einfach abgeschnitten. Natürlich nur, bis ihr etwas gefunden habt, was ihr nehmen konntet. Dinge, die ihr an die anderen verkaufen konntet. Die im Süden. Einige haben sich an der Landwirtschaft versucht, aber die Zeiten waren damals hart und sie sind es noch. Ihr musstet nicht alleine leiden. In den Städten. Die Städte. Ihr habt bekommen, was ihr verdient habt. Erwartet kein Mitgefühl oder Mitleid von der grauen Mutter. Okay, Jesus, meine Fresse. Abgeschlossen, Fremde. Ich zurück. I'd eat snow if the hypothermia would kill me. Boah, ich sterbe, ne? Oh, wie viel Essen sollen wir ihr denn bringen? Jetzt sag bitte nicht 30 Kilo, sonst ist ja aus. Fülle die Speisekammer. 0 von 8000? Was? Sammle Essen für die graue Mutter und platziere es in ihrem Kühlschrank? Optional, brich in die Tankstelle ein und plündere Vorräte. Naja, das werden wir dann wohl machen, hä? Okay, fülle die Speisekammer der grauen Mutter mit Lebensmitteln, um sie vor dem Hungertod zu bewahren. Plündere alles, was du in deiner Umgebung finden kannst. Einige Nahrungsquellen sind leichter zu finden als andere. Wow. Kannst du mir wenigstens vielleicht das Gewehr geben, damit ich was schießen kann? Geh jetzt nach oben pennen. Meine Fresse. Oh Gott, ich sehe nichts. Ah, doch ein bisschen. Bett. Boah. Das ist krass. Das sind echt krasse Aufgaben. Das hätten sie vielleicht, ich meine, man ist ja gerade mal am Anfang. Vielleicht hätten sie das mal ein bisschen entschärfen können. Ein bisschen? Ich habe selbst nichts zu essen. Guck mal hier, das ganze Reh hat er schon wieder aufgefuttert. Jetzt muss ich mir einen Hasen zerlegen oder ich esse diese Crunchies oder sowas. Die Hasen sind nämlich noch ganz gut. Dose Kaffee. Hier, warte mal, diese Salzcracker nehmen wir mal. Und essen die gleich. Die auch irgendwie gar nicht so viel bringen. Oh Mann. Flasche Wasser. Ja, wir trinken. Wie gesagt, liegen 6 Liter hier. Jetzt haben wir noch ein bisschen. Eins nehme ich noch mit. Wie viel ist denn immer so eine Flasche? Ah, 1 Liter. Mhm. Was haben wir hier noch? Trockenfleisch. Okay. Wir essen noch ein bisschen Trockenfleisch. Hier den Riegel nehmen wir uns mit. Und dann geht's los. Puh. Ich muss mal auf der Karte gucken. Wo ist denn diese Tankstelle? Gott, sieht das... Ist das beautiful? Ja, da wo der Wolf ist. Graue Mutter, hier sind... Ah, ihr seht die toten Rehe eingezeichnet. Das hier haben wir. Da bin ich mir unsicher. Boah, es ist windig. Okay. Das heißt, wir plündern jetzt Milton. Gut. Ich muss mal... Wir müssen auch dringend plündern, Tatsache. Wir gehen jetzt mal hier in dieses Postoffice oder was das auch immer ist. Bank, Postoffice, I don't know. Das hier ist die Bank. Hier die Straße runter. Links müssen wir noch. Die haben wir. Und wir haben auch so einen Schlüssel bekommen, ne? In der Bank haben wir einen Schlüssel gekriegt für ein Haus. Irgendwo hier in Milton muss ein Haus stehen, was verschlossen ist. Puh. Rennfahrerhandschuhe. Also deswegen müssen wir dringend schauen. Nämlich unsere Klamotten-Situation. Die ist echt mies. Sammelgegenstand aus dem Postamt von Milton. Margaret, wir dürfen keine Post mehr an Milton annehmen. Wir haben keine Möglichkeit, sie aufs Festland zu bringen. Das dürfen die Kunden aber nicht wissen, sonst erfahren sie, dass wir sie schon die ganze Zeit hier aufbewahren. Denk dir eine Ausrede aus. Fordere die Leute bei jeder Gelegenheit auf, E-Mails oder Drohnen zu verwenden, falls sie es sich leisten können. Aha, aber Drohnen ist hier anscheinend schon ein Thema.
Das denkt man bei diesem Kaffee gar nicht, ne? Ich halte die Augen nach dem Postwagen offen, aber mach dir nicht allzu viele Hoffnungen. Wahrscheinlich hat Jack ihn wieder mitten im Nirgendwo vor einem Baum gesetzt. Da werden wir ihn heute wohl nie finden. Ich hätte ihn daran hindern sollen, den Wagen zu nehmen, während er betrunken war. Ich schaue, wie ich die Situation wieder gerade biegen kann. Halte durch. Fällt das nicht auf? Also ich meine, gut, Strom ist irgendwann ausgefallen. Das heißt auch kein Telefon mehr, aber vielleicht gibt es ja auch sowas wie Satellitentelefon. Ne, das brauchen wir nicht. Karton, ja, so Kartonsachen geben immer nur Zünder. Oh nein, ich krieg einen Hexen. Hilfe. Aber so, ich sag mal, wenn jemand noch Möglichkeiten hat, ne, mit dem Festland zu telefonieren, dann fällt das doch auf, wenn der Briefe nicht ankommen. Du willst mir nicht sagen, das war's. Hier ist ein Stock. Wow. Bisschen Zeitungspapier. Das war's? Das ist die Halle? Und wir haben einen vernagelten Raum. In den wir nicht reinkommen. Oh, nee. Das sind ja tolle Lootstellen. Hier gibt's nix. Ihr Miesen. Hier ist nur Karton. Ach. Er hat sich das ja gar nicht gelohnt. Das ist eins der größten Gebäude hier in Wilton. Und was ist? Nix. Blödes Postoffice. Und es zieht schon wieder ein Sturm auf, glaube ich, oder? Es knarzt. Waren wir hier schon drin? Nö. Nix, natürlich. Nix. Und wieder nix. Oh. Vielleicht auf der Ladefläche. Oh ja, ich glaube, es kommt ein Sturm. Es ist laut. Das macht es ein bisschen schwierig. Wenn es so stürmt, macht es echt schwierig, dass wir hier gut also looten können. Wir müssen dann irgendwie drinnen bleiben. Noch haben wir nicht die Möglichkeit, jetzt per Kleidung, sage ich mal, auch einen Sturm auszuhalten. Oh, naja, gut. Metallschrott. Brandbeschleuniger. Ja, das ist immer gut. I think I can use this. Das einfache Werkzeug, das habe ich bis heute nicht so ganz gerafft. Mit dem man grundlegende Dinge herstellen und reparieren kann. Tja, du könntest es jetzt zerlegen. Es gibt auch noch so einen roten Koffer. Das ist denn für ganz feines Werkzeug? Aber bisher habe ich den nie gebraucht. Oder ich habe sie mal falsch verwendet. Ein Pinsel. Bügelsäge oder sowas haben wir auch noch nicht. Also, warum nennen die das eigentlich Bügelsäge? Obwohl, ist es, glaube ich, auch eine. So. Oh ja, das Wetter wird richtig ungemütlich. Kisten noch. Und irgendwo da hinten ist ja auch noch ein Wolf. Oh. Ich hab so richtig bad feeling, ne? Oh, bad feeling, bad feeling. Da ist ein toter Hirsch. Wolf irgendwo. Ich hoffe auch nicht hinterm Berg hier. Nee, sieht gut aus, alles klar. Da ist auch noch, oh, da sind noch Hasen. Wir probieren alles. Das war ein Stück weiter zu rechts. Zu rechts. Nein, jetzt was weiter zu links. Ah. Boah, Alter. Oh ja, ich kann den Hirsch nicht mitnehmen. Also nicht jetzt. Wir haben 3er-Strich nach unten. Das ist nicht gut. Da reicht die Zeit nicht. Boah. Oh, oh, oh. Wo sind wir denn hier gelandet?
Warte mal, wenn das das Hirsch ist, dann sind wir jetzt gerade hier. Sind wir hier. Ah, und das sind die Gebäude, die wir schon von oben gesehen haben, hinter der Schule. Hier ist noch ein riesiges Gebäude. Das ist so groß wie das Post Office. Nee, wie die Bank. So, das ist die... Ach Mann, man kommt da hier total durcheinander. Oh, ein Schal. Genial. Schade, dass das nicht als Accessoire gilt. Ja, den ziehen wir an. Schön, Schal. Hier hat jemand... Hier hat doch jemand gehaust. Irgendwer hat hier geschlafen. Ganz lange, wie es scheint. Notiz zum Höhlenversteck. Höhlenversteck? Aha, meine Lauscher sind gespitzt. Ich traue niemanden mehr. Der Sturm ist erst seit ein paar Tagen weg, aber die Leute verzweifeln schon. Ich werde ein paar Vorräte an unserem besonderen Ort über der Stadt verstecken. Über? Du weißt schon, wo wir immer die Sterne beobachten. Vielleicht brauchen wir sie, bevor Hilfe eintrifft. Aha. Ups, nee, warte mal. Nimm's mit. Well, well. What do we have here? Wo ist denn eine Höhle, ist die Frage. Über der Stadt. Vielleicht hier so oder so. Oder, na. Das sieht... Nee. Hier ist dieses Holzfällergebiet. Das ist die Kirche. Guck, hier ging es vielleicht. Hier geht es vielleicht noch irgendwie lang. Es ist halt die Frage, wie weit laufen die? Ah, Vorratsversteck. Ist eingezeichnet. Oh, cool. Dann wissen wir jetzt, wo wir suchen müssen. Hier gibt es noch ein Bett. Komm, ich nehme das auch mal mit für Altholz. Oh ja, wird auch wärmer. Und der Sturm wird immer heftiger. Komm, bitte was Gutes. Oh, Lampenöl. Oh, dieses Zeitungspapier. Nee, das ist Trauma. Das Zeitungspapier ist echt so ein bisschen so ein Trauma. Ha. So, wunderbar. Ich glaube, ich muss erstmal wieder zur grauen Mutter. Wir können bei dem Sturm... Ja, warte mal. Was wir machen können, ist Milton zu plündern, weil von Haus zu Haus geht das gerade noch so. Boah. Was ein Wetter. Was sind die Hasen auch da? Hasen. Ja, ein Geichenhase. Ja. Ja. I'm sorry. Ja. Ich glaube, wir können die auch sowas wie Hasen andrehen, ne? Oh, Wetter! Boah, das muss so ungemütlich sein. Da. Ach, jeez. Wie können wir dieses Vorratsversteck... Das muss ich mir auf jeden Fall merken. Also das, was jetzt aufsammeln oder aufsuchen, ist, glaube ich, nicht so gut, aber... Obwohl, warte mal, wie weit ist das weg? Kurz hinter dem Turm. Hier, wir sind schon auf der Höhe. Okay, come on. Come on, lauf. Let's do... Oh Gott, ich dachte, das ist ein Wolf. Paranoia. Höhle. Da oben vielleicht. Ah! Ja, lauf, Will, lauf. Boah. Was ein Wetter. Gibt's hier eine Höhle? Ich kann auch leider... Nee, ich kann es ja nicht aufzeichnen. Ah, normalerweise ist hier unten die Karte für... im Überlebensmodus ist halt die Karte... Da kannst du dir auch immer wieder das zeichnen. Oh, Alter. Wir sind jetzt hier lang. Ja, das muss da hinten sein. Hals aus, Will. Guck mal, hier ist windstill. Oh, zwei Rehe. Jetzt bin ich der Bogen. Ich müsste jetzt hier so sein. Vorne links.
Aber wenn hier Rehe sind, dann ist doch der Wolf nicht weit, hä? Oh, oh, ich hab das böse Gefühl, das ist irgendwo oberhalb. Da komme ich nie und nimmer ran. Ne, das ist ja auch kein üblicher Weg. Verdammt! Aber da ist die Tanke, da gehe ich jetzt hin. Ich kann... Oh, das ist Rennen, ne? Ja, wir müssen auch schnell rein. Okay, schräg laufen geht. Schräg, schräg. Oh, wo kam denn der Wolf jetzt her? Der hat den Hasen gelegt. Ich bin weg. Tschüss. Vielleicht kriegen wir den nachher nochmal, den Hasen. Wenn ich jetzt... Lauf. Oh Gott. Was? 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 Nein, nicht schon wieder. Das kann doch nicht wahr sein. Wo kommst du denn her? Ich nehme das Bike. Oh Mann. Oh nein, der hat die Kleidung zerrissen. Oh shit. Das kann doch nicht sein. Wir brauchen Pillen, wir brauchen einmal Verband und einmal Anti... Warte. Oh Gott, ich habe keinen Verband. Doch, Bart hat vielleicht einen Verband, na Gott sei Dank. Yes. Oh Gott. Zwei, ich habe keine Pillen. Ich habe aber Antiseptikum für... Shit, was sagt er? Wolfsbiss, Anti... Ich blute immer noch. Der Verband hat nichts gemacht. Okay. Antiseptikum für den Wolfsbiss. Antiseptikum für den Wolfsbiss. Wolfsbiss. Oh, come on. Oh, dann war das doch falsch. Denn. Hier. Kannst du dir einen Verband machen? Mach dir einen Verband. Ich weiß, du stehst jetzt mitten hier, aber wir schaffen es nicht da rein. Na? Da liegt der Wolf, der ist verreckt. Okay, alles klar, das ging schnell. Wolfsbiss. Wieso kann man das nicht hier direkt anlegen? Das ist so doof, so umständlich. Anwenden. Gotta stop that bleeding. Ja, doch. Ich bin dabei. Halbtot. Halbtot ist... Ah, das müsste doch jetzt reichen. Ah, ich brauche einen Hagebuttentee. Okay, ab in die Tankstelle. Hagebuttentee. Feuer machen. Oh, was für eine Panik immer. Los, schneller. Orca-Tankstelle. Ja, ich sehe es. Ah. Natürlich, man muss die Tür auch erstmal aufstemmen, weil ja so viel Schnee davor ist. Oh Mann. Schnell, macht ihr... Ach nee, ich darf kein Feuer hier machen, ne? Gibt's hier... Oh no! Und draußen ist arschkalt! Oh, bitte nicht sterben. Will, tu mir das nicht an. Windgeschützte Stelle, windgeschützte Stelle, Feuer... Windgeschützt, windgeschützt. So cold. Just wanna lay down for a bit. Windgeschützt. Vielleicht hier hinten direkt? Nein. Doch, doch, direkt hier. Komm schon. Altholz, nein. Buch. Ja, hau rein. Hau das Buch rein. Oh Gott, Leute. Panik hier. Come on. Come on. Ach, wenigstens beruhigt sich das Wetter jetzt gerade. Oh Mann. Ich glaube, Hagebutten haben wir noch vorbereitet. Dann müssen wir den Wolf gleich mitnehmen. Brennstoff. Hagebutte garen. Ich habe halt keine Pillen, ne? Ich habe keine Pillen.
Okay, trinken. Da, leide, die eine leiden. Ein Leiden ist weg. Und der Kühlungsring, das machen wir. Ah, wir haben es geschafft. Wir sind nicht mehr verletzt. Das heißt, wir müssen uns jetzt nur warm halten. Wenn das mal ein bisschen Zeit versprechen, indem wir mal hier die Tomatensuppe machen. Ja, die kannst du dann auch gleich mal verknusen. Ich müsste das Lagerfeuer jetzt eigentlich zum Wolf tragen. Schade, dass das wirklich nicht geht. Zedernholz, ja. Stimmt, das hätten wir mal da lassen sollen. Komm, hier noch so ein halber Liter. Ich glaube, ich lege mich jetzt einfach direkt hier hin für eine Stunde zum Schlafen. Einfach nur, damit er das Feuer, obwohl es geht. Ich habe es mit meiner Panik vielleicht ein bisschen übertrieben. Hier 23%, die können wir mal weghauen. Okay, du brennst jetzt noch eine Stunde, Stunde drei Viertel. Und es ist neblig. Oh Leute, ich muss ja auch den Part beenden. Leute, ich beende den Part. Bis dann, bis gleich. Bis tschüss. Thank you.